hat meine Frau den Videorekorder eingeschaltet. Nervt es mich nicht, wir kommen gleich dran. Ruhig nur eins, dass wir jetzt, wenn wir da im Fernsehen sind, dass wir da nicht zueinander sind, dass sie nicht garstig sind. Ja, das gilt aber auch für Sie, ja. Es gibt Dinge, die sind amtsintern. Sie, Herr Weber, nur deswegen du Toupet zum Beispiel nichts. Wird nicht notwendig sein. Aber ich werde es ein bisschen schief. Was? Sie, ich muss dann noch mal zu der Dame. Sie gehen jetzt gar nicht rein. Deswegen. Begrüßen Sie jetzt mit mir meine heutigen Gäste Mike Weber und Engelbert Breitfuß. Die beiden Herrschaften sind Vertreter eines Berufsstandes, der mitunter heftig durch den Kakao gezogen wird. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das wollen wir heute klären. Und zwar sind Sie... Ingenieur? Ich bin ganz normale Beamte. Ja, wie man sieht, meine Damen und Herren, das Thema Amtsschimmel ist ein brandheißes, das uns alle angeht und bewegt. Ja, wir sind nämlich die Stützen der Gesellschaft, so schaut's aus. Ja, der gemeine Böbe, ja, der weiß eigentlich gar nicht, was mich in Wirklichkeit da lässt. Wir nehmen Sie ihn. Ja, weil Sie werden auch irgendwann einmal was von uns fragen, mein lieber Herr, ne? Ja, meine Herren, wenn Sie jetzt bitte Platz nehmen würden. Sie haben jetzt die Gelegenheit, im Rahmen einer knallharten Live-Diskussion uns aus Ihrem Beamtendasein zu berichten. Wieso Diskussion? Ich war doch der Blau. Als Diskussionspartner haben wir zwei Menschen eingeladen. Zwei Menschen, die mit dem Amtsschimmel schon so manche leidvolle Erfahrungen machen mussten. Bitte begrüßen Sie jetzt mit mir Frau Hahnreich und Herrn XY. Das muss doch die da bitte. Vielleicht ein Stempel. Der Herr XY möchte anonym bleiben. Ich glaube, das ist ein bisschen verständlich. Er ist 42 Jahre alt, ehemaliger Beamter und in Frühpension. Wie geht denn das? Ja, jetzt stellen Sie sich nicht blöder, als Ihr Kollege ausschaut. Sie wissen genau, wie das geht. Ja, eben nicht, das ist es ja. Uns sagt ja keiner irgendwas.